Hallo Freunde, Peregrin hier mit einem neuen Guide zu War Thunder. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Panzer mit GIMP individuell bemalen könnt. Als erstes erstellen wir über Individualisierung eine eigene Datei mit dem Skin des Panzers. Hierfür drücken wir auf den Zauberstab. Diesen findet ihr dann in eurem War Thunder Ordner unter User Skins mit dem Namen des Panzers. Öffnet nun die Datei mit dem Teil des Panzers, den ihr bemalen wollt, mit GIMP. Was ihr nun seht, ist nicht wirklich hilfreich, wird aber vollständig, wenn ihr die Kanäle auf der rechten Seite verwendet. Als erstes radieren wir das Sample weg, damit es uns nicht mehr stört. Dann blenden wir den untersten Kanal raus und schon ergibt das, was wir sehen, mehr Sinn. Bringt nun das Bild, das ihr einfügen wollt, in das Bild, platziert es und passt es entsprechend an. Oder malt ganz nach Geschmack drauf rum, fügt andere Dinge ein. Der Fantasie ist jetzt hier keine Grenze gesetzt. Anschließend müsst ihr die Dinge, die ihr eingefügt habt, auf dem untersten Kanal weiß einfärben, sonst werden sie in-game nicht sichtbar angezeigt. Wenn ihr fertig seid, überschreibt ihr die Datei, die ihr geöffnet habt, mit euren Änderungen. Verbleibt den benutzerdefinierten Anstrich, den ihr gerade erstellt habt, in-game auszuwählen. Ihr seht, dass zwar alles geklappt hat, jedoch der Rest des Panzers noch mit Sample vollgeschrieben ist. Ergo müssen wir alle Dateien in dem Ordner öffnen und Schritt 1, sprich das Sample wegradieren, bei jeder wiederholen. Am Ende habt ihr euren Panzer hoffentlich so, wie er euch gefällt. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und oder war hilfreich. Man schießt sich. Peregrin Ende.